So. Belohnung gibt es wenigstens. So, explosive Bolzen, bessere Wurfmesser, sehr gut. Tunnelfeger, gehärteter Stahl. So, jetzt kommt die Karte. Da, genau, da will ich jetzt zu den Händen. Ah ne, erstmal meditieren. Es ist zu gefährlich, aber da habe ich ja jetzt gerade schon dazugelernt. Da wird mich ja jetzt nicht noch einer angreifen. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Weil wir wurden ja... Nee. Ist nicht euer Ernst, Leute. Das muss doch mal klappen. Ihr wollt nur, dass ich fürs Ausruhen bezahlen muss. Schon wieder. Oh Mann. Ach so, das sind die kleineren. Das ist nicht so schlimm, glaube ich. Die anderen waren schwieriger. Okay. Dass die einem immer gleich so zurichten dürfen, das ist auch so eine Sache. So. Los. Was macht es? Ich glaube, ich habe es noch nie benutzt. Okay. Ich habe einfach so mal abgewehrt. Kann ja was bringen. So, das nächste. Der gefällt mir irgendwie. Hat zwar jetzt auch nicht so gut geklappt, aber besser als nichts. Dann der dürfte ausreichen. Ja, hat auch gereicht. Jetzt kümmern wir uns um den anderen jungen Herrn. Eins, zwei, hau drauf das Ding und jetzt geht's. Dürfte es gar nicht mehr so schwer sein. So, push. Und, die Kombi versäumt, da habe ich jetzt nicht mit gerechnet, aber okay, war nicht so schlimm, haben wir trotzdem geschafft. Das ging nochmal. Wie lange sollen wir jetzt hier meditieren, wo wir jedes Mal gestört werden? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, aber solange es ja immer Belohnung gibt, bin ich ja zufrieden. So, Karte. Jetzt versuchen wir das nochmal. So. Nochmal. Es ist gefährlich, aber es werden sich ja nicht jedes Mal irgendjemand nähern. Das muss doch jetzt mal klappen. Ja. Okay, ich bin vollkommen ausgeruht, das ist gut. Ich möchte aber gerne zu meinen Händlern zurück. Ich muss mal gucken, mich wieder ausstatten. Ach so, manchmal läuft er auch alleine, das ist schon mal gut. Ja, bitte, bring mich zu den Händlern. Erstmal gucken, ob ich was aufrüsten kann. Was ist denn mit meinem Smithor? Ich habe zwei Leder und zwei Esche und mir fehlt nur ein Stahl. Zwei Stahl. Guck ich mal, ob ich mir zwei Stahl leisten kann. Zwei Stahl. Haben die hier nicht. Auch nicht schlecht. Blöd. Dann muss ich mal gucken, was ich verkaufen kann. Den habe ich schon. Den kann ich guten Gewissens verkaufen. Das Zeichen der Bruderschaft behalte ich mal. Die Bolzen nutze ich nicht. Den Tunnelfeger auch nicht. So. Eisen. So, nee, mehr habe ich glaube ich auch schon nicht. Kann ich noch was anderes verbessern? Was kann ich denn mit der Keillederrüstung machen? Ich brauche zwei Stahl. Habt ihr Stahl? Nee, nur gehärteten Stahl. Das Schild habe ich aktuell nicht an. Wir brauchen ein normales Leder. Gibt es bei euch normales Leder, junger Mann? Auch nicht. Na gut. Dann statten wir uns mit besseren Wurfmessern aus. So. Noch ein bisschen Elixiergedöns brauche ich wahrscheinlich noch. Hier war doch... Genau. Na komm, ich kaufe mir noch eine. Jetzt gehen wir, dann gehen wir, ziehen wir los. Bin im Moment ganz gut ausgestattet, denke ich. Dann fahr mal da runter, junger Mann, auf der Karte. Oh! Ein spontaner Kampf? Ja, ist das denn die Möglichkeit? Das ist mir ja noch nie passiert jetzt in dem Spiel. Dass ich plötzlich angegriffen werde. Wie witzig, das finde ich ja jetzt cool. Ja.
Und jetzt? Ausgeblöckt! Ach, die. Meistens geht die daneben. Die ist meistens bei mir nicht so effizient, habe ich festgestellt. So, der hat nur noch 347. Das heißt, es reicht dieser einfache Schlag. Ach, der hält auch noch gegen. Ich hau dich trotzdem. So. Das war's. Nummer 2, bitte. Mit Wurfmessern erstmal einschüchtern. Und dann dürfte eigentlich wieder hier... Ach komm. Der dürfte auch... Wunderbar. So viel zum Thema. Mich sollte man nicht überraschen. Auf meinem Spaziergang. Ach so. Oh. Habe ich irgendwas gesagt? Ich glaube nicht. Ich habe nichts gesagt. Ich bin ganz friedlich. So. Komm, 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 komm. Oh, das irgendwie mit dem Kringel, das ist echt blöd. So, da kann ich mich nur noch Abwehrhaltung. Rufen kann ich keinen, da kann ich nichts machen. Ich kann noch ein Messer werfen. So, wie war das aufgrund von Vitalität? Ja, jetzt geht es mir an die Vitalität, aber ich bin trotzdem effizient. Das heißt, ich kann ruhig nochmal... Okay. Ah, dann machen wir die. Das dürfte das dann gewesen sein. Ich hoffe, er war der Letzte. Ja. War er. Sehr gut, junger Mann. Ich muss uns aber, glaube ich, jetzt ein bisschen aufpäppeln. Das war jetzt ein bisschen überraschend. Okay. Was gibt's? Gehärtetes Stahl, Lanurma-Brot, getrockneter Florapilz. Dann gucke ich jetzt mal, was ich mir da noch einverleibe. Jetzt bin ich beim Baum. So, und reise jetzt. Hä? Ah, sehr gut. Dann mache ich das so. So, weil ich habe überhaupt keine Ausdauer mehr und meine Keilkraft war auch schon leicht hinüber. Aber man kann ja auch mal Glück haben beim Meditieren. So, ich bin vollkommen ausgeruht. Jetzt kann ich weiterreisen. Oh, ich bin froh, wenn ich aus dem Wald da raus bin, ey. Ganz ehrlich. Aber es dauert noch ein bisschen. So, ja, ich möchte hier fortschreiben. Du erreichst bald den Eingang zu einer alten, verlassenen Mine. Ihr Haupttunnel ist mit Wurzeln zugewuchert und ihr Zugang wird von einem flachen Meer aus dichtem Nebel erstickt, das dir bis zu den Knien reicht. Dies ist der Ort, den Yen beschrieben hat. Du hast die Mine zur alten weißen Quelle erreicht. Du betrittst den Tunneleingang und stellst fest, dass er von einer schweren Holztür versiegelt wird, die man mit vernieteten Streifen aus zerfressenem Eisen verstärkt hat. Teile des Holzes sind mit einer schweren Axtklinge durchschlagen worden. Bei genauerem Hinsehen erkennst du, dass diese zersplitterten Bereiche durch Schläge von der anderen Seite der Tür aus entstanden sind. Es scheint, als hätte jemand vergeblich versucht, sich durch die Tür zu hacken, um aus der alten Mine zu entkommen. Die Tür wird durch einen schweren Eisenträger gesichert. Es gibt auch eine robuste Schlossplatte mit einem einzelnen Schlüsselloch. Das Hochheben der Eisenträger ist eine leichte Aufgabe, aber das Knacken des rostigen Schlosses wird sehr viel schwieriger werden. So... Du nimmst Anlauf und versuchst, die alte Tür aufzurammen. Du holst dein Werkzeug aus deinem Rucksack und versuchst, das Schloss zu knacken. Wir versuchen es mal nochmal. Wir können das ja nur üben. Übung macht den Meister. Gell, einsamer Wolf. Mal sehen. Vielleicht schaffen wir es. Ich hoffe es doch. Okay. Ich habe nur noch 2 Dietriche. Das ist ja blöd. Es geht schon ganz gut. Geduld. Oder auch nicht. Ich kann jetzt... Ich gebe auf. Nein, komm. Ich habe aber auch nicht dran gedacht, dass ich nur noch einen Dietrich habe. 2. Jetzt stehe ich hier ganz schön unter Druck.
Ich komme schon ein Stück weiter, aber... Ne, Mist. War schon gar nicht schlecht. Schade. Hätte ich das gewusst, hätte ich noch Dietriche gekauft. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Blöd. Toll. Was kann ich jetzt machen? Kriege ich irgendwie anders die Tür auf? Du legst den schweren Eisenträger zur Seite und richtest deine Aufmerksamkeit auf die Tür selbst. Sie ist robust, aber ihr Holz ist durch mehrere Schläge geschwächt worden und ihre eisernen Beschläge, ihre Angeln und die Schlossplatte sind allesamt stark verrostet. Ein paar gut gezielte Stöße sollten ausreichen, um diese Tür aufzubrechen. Hinter der Eingangstür entdeckst du einen breiten Tunnel, der sanft in eine runde Halle hinabführt, wo die Luft warm ist und ziemlich übel riecht. Mehrere kleine Tunnel führen von dieser Halle weg, wie die Speichen eines Wagenrads. Alle bis auf einen davon sind versperrt worden. Du folgst diesem Tunnel mehrere hundert Meter lang, bevor du einen Ort erreichst, wo ein großer Teil der Wand eingestürzt ist. Du spähst durch diese Breche in der Wand hindurch und entdeckst einen weiteren Gang. Den seltsamen Symbolen nachzuurteilen, die die uralten Steinwände des Ganzen zieren, ist dies kein Teil des alten Minensystems. Es ist ferner ein Abschnitt des verlorenen Chianti-Tempels. Etwas beklommen kletterst du durch die Lücke und betrittst den uralten Tunnel. Der Boden wird von dickem Moos bedeckt, das ein schwaches grünliches Leuchten von sich gibt und den Weg vor dir erhellt. Eine lauwarme Brise weht durch den Gang und als sie über die Wandschnitzer reinstreicht, die die Wände und die Decke zieren, erzeugt sie einen gespenstischen Klang, der dich wahnsinnig werden lässt. Über Schrägen und Treppen führt der uralte Tunnel in eine kreisrunde Kammer hinab, deren Kuppeldecke teilweise eingestürzt ist. Der Boden ist mit großen Steinblöcken übersät, die sich zu unterschiedlichen Zeiten in der langen und fernen Vergangenheit aus der Decke gelöst haben. In dem Augenblick, als du diese Kammer betrittst, tauchen mehrere Giax und Drakarim aus ihren Verstecken hinter den herabgefallenen Deckensteinen auf. Sie haben hier geduldig auf deine Ankunft gewartet. Jetzt hat ihr Warten ein Ende. Okay, junge Leute, da sind wir wieder. Oh, eine neue Kulisse, sehr cool. So, ich bin doch hier nicht. Jawohl, junger Mann, das hat doch richtig gut wehgetan. Das lasse ich mir doch hier nicht zweimal sagen. Wenn ich dich kriegen kann, mache ich das. Oh, eins ist daneben gegangen. Deswegen habe ich jetzt leider noch einen Angriff notwendig. Jetzt hat's. Okay. So, der nächste bitte. So, jetzt. Ich weiß nicht, ob sie davon blüten. So. Was können wir jetzt tun? Erstmal nix. Aber hier, Gegenstände. Lass sie fliegen, lass sie fliegen. Und brat's ihm über. Busch. Das hat richtig gut wehgetan, muss ich feststellen. Ich kann aber... Das geht nicht. Aha, das würde wohl reichen. Ja, das hat schon mal gereicht für den jungen Mann. So. Aha, jetzt darf er auch mal. Oh nein, ein neuer, nein, nein, ich will ihn nicht. Verzieh dich. Wieso? Oh Gott. Oh, Mist, nicht getroffen, aber zumindest habe ich mich abgewehrt. Puh. Das ist nicht so einfach hier mal gerade so. Jetzt hätte ich aber gerne wieder meine Wurfmesterchen, damit ich den Kerl erledigen kann. So, komm. Ich habe keine Zeit für so kleine Kerle wie dich. Ich muss den Großen da platt machen. Okay, dann nehme ich jetzt das Schwert. Okay, so. Los. Dafür haben wir es ja. Klick, 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 klick. Ganz schnell. Och, das klappt nie. Ich weiß auch nicht. Irgendwie bin ich da jetzt gerade so ein bisschen traurig, dass ich das nie so gut hinbekomme. Wir versuchen es. Das hat jetzt dafür mal funktioniert. Meine Güte, hat wenigstens mal gut wehgetan. Okay. Dann werfen wir nochmal eins. Oder auch nicht. Knapp daneben ist auch vorbei. Jetzt hat er aber schon nicht mehr so viel Leben. Das geht nicht. Da geht auch nichts. Hier kann ich gerade... So,
Das heißt, ich kann über Vitalität was machen, richtig? Nee. Ich habe nicht genug Ausdauer. Ah, hier, komm. Das reicht. Manchmal muss man nur ein bisschen Geduld haben. Oh, nee, ist nicht dein Ernst, Junge. Wieso darf er mich jetzt... Ach. Wie bitte? Ach, dir hat es auch irgendwo ins Hirn geregnet, wa? Mhm, super. Das heißt, ich habe keine andere Wahl, als dass ich... Jetzt...